Auch heute feiern wir Videoandacht. Herzlich willkommen. Ob wir wollen oder nicht, durch das Virus und seine Folgen merken wir, wie eng wir mit der ganzen Welt verbunden sind. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es wäre schlimm, wenn das Einzige wäre, was uns mit der ganzen Welt verbinden würde. Darum ist es gut, dass wir auch anderes zur Kenntnis nehmen können. Wir sind mit der ganzen Welt verbunden, die Gottesdienst feiert. Wir beten mit Milliarden Menschen zu demselben Gott. Wir hören denselben Zuspruch. So sind wir durch Gottes Geist miteinander verbunden in einem großen Gottesdienst. Gott segne uns dazu. Amen. Der fünfte Sonntag nach Ostern heißt seit jeher Rogate, betet. Eine kurze und knappe Aufforderung. Wie steht es denn um das Beten? Mehr als die Hälfte der Deutschen betet laut einer Studie eines Meinungsforschungsinstituts. 31% von ihnen gelegentlich, fast jeder fünfte Deutsche betet regelmäßig. In Krisenzeiten beten weitere 6%. Am meisten beten ältere Menschen. Ganze 69% der Befragten über 60 Jahre gaben an zu beten. Frauen, 66%, beten häufiger als Männer, 45%. Im Westen wird doppelt so oft gebetet wie im Osten der Republik. In den neuen Bundesländern haben 2/3 der Befragten angegeben, noch nie gebetet zu haben. Beten ist keine Kunst, keine Pflicht und keine Leistung. Niemand muss eine Bedingung erfüllen, bevor Gott ihn hört. Beten ist auch keine Demonstration. Von Jesus ist ein Satz überliefert, unmittelbar bevor er seinen Jüngern das Vaterunser empfiehlt. Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Viele beten, aber wenige reden darüber. Beten gehört wahrscheinlich zu den intimsten Dingen, die es im Leben eines Menschen gibt. Es gibt so etwas wie eine religiöse Scham. Sie ist manchmal noch größer als die Scham bei der Sexualität. Über Sexualität reden wir noch eher, zumal sie in allen möglichen Zeitungen thematisiert wird. Aber über das Beten? Wer erzählt denn eigentlich den Menschen, die ihm nahe sind, dass er oder sie persönlich betet? Bei einem Traugespräch überraschten beide künftigen Ehepartner einander damit, dass sie regelmäßig beteten. Woran liegt es, dass wir nicht so gerne über unser Gebet sprechen? Vielleicht, weil wir damit unsere Verletzlichkeit eingestehen. Weil es peinlich ist, dass wir nicht so stark und erfolgreich sind, so unverwüstlich oder so cool und funny, wie wir gerne wahrgenommen werden wollen. Obwohl wir alle gewiss auch schon erfahren haben, wie viel Nähe es schaffen kann, wenn wir auch einmal unsere verletzliche Seite zeigen. Dietrich Bonhoeffer, dessen Ermordung vor 75 Jahren wir im April gedacht haben, sagte es so: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Vielleicht liegt es auch am Zweifel, dass wir nicht gern über Gebete sprechen, ob Gott hört, ob es ihn überhaupt gibt, ob wir also vergeblich unser Herz öffnen und ob unsere Hoffnungen erfüllt werden. Viele kennen Beispiele, dass die, für die gebetet wurde, nicht gesund wurden oder bald gestorben sind. Es ist darum auch schön zu hören, dass Beten offensichtlich hilft. In den USA werden darüber gern und oft Untersuchungen veröffentlicht. Die meisten sagen, dass Beter Operationen besser überstehen, schneller gesund werden und mit Rückschlägen besser umgehen können. Aber die Statistik ersetzt nicht das Vertrauen, mit dem wir uns an Gott wenden. Hinter dem Gebet steht die Sehnsucht, Gott zu erfahren. Es hat seinen Grund in der Hoffnung, dass wir nicht nur unter Menschen in der Welt leben, sondern auch in der Gegenwart Gottes. Diese Erfahrung schaffen nicht wir, sie widerfährt uns, denn sie kommt von Gott. Und sie wird bestätigt und gestärkt im Gottesdienst, im Nachdenken über Gott, im Bibellesen und im Gebet. Viele beten, aber wenige reden darüber. Einige, die dafür nicht unbedingt bekannt sind, haben es auf ihre Weise getan. So Joachim Ringelnatz im Gedicht Gebetchen. Man betet so sein Tischgebet. Man betet, wenn man schlafen geht, vor Gräbern und vor dem Altar. Gut, betet, wenn ihr es selber wollt, dann aber mutig und ganz wahr und lasst euch keines Falles dann sagen, was ihr beten sollt. Gott kennt euch und weiß alles. Vertraut ihm euer Herzeleid und dankt ihm, wenn ihr glücklich seid. Und schämt euch nicht, nein, lacht sogar, weil Beten nützt, wenn's ehrlich war. Ein anderer Dichter, Bertolt Brecht, ist sich einerseits sicher, dass der Fortschritt von Naturwissenschaft und Technik Gott aus der Welt verdringen wird. Baut Straßen durch die Gebirge, dann verschwindet er. Unter den schärferen Mikroskopen fällt er. Es vertreiben Gott die verbesserten Apparate aus der Luft. Soweit einerseits. Andererseits sagt er, niemand unter den Sterblichen ist so groß, dass er nicht in ein Gebet eingeschlossen werden könnte. Und da ist es nicht mehr weit auf seiner bekannten Antwort auf die Frage nach dem für ihn wichtigsten Buch der Weltliteratur. Sie werden lachen. Die Bibel. Wie Beten Gemeinschaft bewirkt und auch Gelegenheit schafft, nicht Ausgesprochenes zu erfahren und zu bedenken, das sagt der Dichter von Max und Moritz, Wilhelm Busch, so. Es saß in meiner Knabenzeit ein Fräulein jung und frisch, im ausgeschnittenen grünen Kleid, mir vis-à-vis bei Tisch. Und wie es denn so mit Kindern geht, sehr frömmig sind sie nie. Ach, dachte ich oft beim Tischgebet, wie schön ist doch Marie. Wilhelm Busch verbindet also mit der Sitte des Tischgebets besondere Erfahrungen. Man darf annehmen, dass der menschenfreundliche Gott sich auch mit ihm darüber freut. Ob die Schriftstellerin Luise Rinser auch das meinte? Bete
Und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat. Und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken. Beten muss gar nicht immer aus eigenen Worten bestehen. Das Vaterunser, das Gebet, das Jesus uns gegeben hat, umgreift alles. Das kann helfen, wenn eigene Worte schwer fallen. Warum also beten? Weil es uns in einen neuen Zusammenhang stellt, weil es uns hilft, zu vertrauen. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Lassen Sie uns die Vaterunser bitten, im Wechsel mit den Fürbitten dieses Tages sprechen. Vater unser im Himmel, sei bei uns, wenn wir wieder zu viele Worte machen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sei bei allen, die sich um ihren täglichen Bedarf und ihre Gesundheit sorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Sei bei allen, die sich schwer tun, zu vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sei bei uns, wenn wir die richtigen Entscheidungen fällen müssen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Danke für deine Nähe zu uns. Auf dich können wir vertrauen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin und bleibt im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen.